So, Leute, heute werde ich mal einen Solo-Real-Talk machen. Ich glaube, das haben wir auch lange nicht mehr gemacht, oder? Wann war das letzte Mal, dass ich Solo war? Ja, sehr, sehr lange. Also, ein Solo-Talk. Ich glaube, viele haben sich das auch gewünscht. Ich wünsche euch einen wunderschönen Real-Talk. Let's get it. MNG Podcast. Warum dein Umfeld wichtig ist? Ich selber habe den Fehler gemacht und habe jahrelang und Jahrzehnte meines Lebens mit Menschen verbracht, die mich nicht in die richtige Richtung gebracht haben. Und ich glaube, das ist ein Problem von vielen, vielen Menschen heutzutage, die Leute in ihr Umfeld lassen, die sozusagen ihre Stimmung bestimmen. Und das immer und immer und immer wieder, weißt du? Sei es, ob du Menschen um dich herum hast, die gewisse Programmierung haben, ne? Die gewisse Lifestyles haben oder die gewisse Meinung haben, die einfach nicht zu deinen Werten passen oder zu deinem Lifestyle, weißt du? Und da gibt es auch Unterscheiden, da muss man auch unterscheiden. Sind es Menschen, die einen runterziehen oder die einen hochziehen? Ne? Und meistens lassen wir uns von Menschen runterziehen und selbst die Leute, die einfach nur hochgezogen werden wollen, lassen sich runterziehen, weil sie sich dann mit jemand vergleichen und sehen, ach, guck mal, was für eine Nervensäge, der Typ geht immer zum Sport. Also andersrum funktioniert es halt auch. Man zieht sich halt gegenseitig runter sozusagen. Und deshalb ist es immer wichtig, mit Leuten zu sein, die zu deinem Lifestyle auch passen. Sonst funktioniert dein Leben nicht so, wie du es möchtest. Ne? Oder weil man sich lange kennt. Und weil man vielleicht da oder hier mal was durchgemacht hat zusammen, ist man für immer Best Friends. Aber tatsächlich funktioniert das nicht so. Schluss zusammen will. So, wahre Freunde können sich 8, 9, 12 Monate nicht sehen, sich einmal sehen, einen Austausch machen und sind immer noch so connected, wie sie es immer waren. Weißt du, ich habe einen richtig, richtig guten Freund, Herzensfreund, den sehe ich einmal alle 6 Monate und das wird immer mein Bruder sein. Verstehst du, wir sind immer auf demselben Zettel, wir verstehen uns blind. Verstehst du so? Genau, verstehst du? Und wenn du dann neue Leute hast, so meistens, wenn du neue Leute hast, muss man sich auch anpassen, ob du eine neue Freundin hast, ob du neue Kollegen hast, Arbeitskollegen, man muss sich halt immer abstimmen. Und dann, wenn man dann merkt, okay, mit dieser Person, da, wir sind gerade auf demselben Weg, wir hustlen, wir tun das, dann ist es ein gemeinsames Hochziehen sozusagen. Ne? Aber ja, wie gesagt, wenn man dann die falschen Leute um sich herum hat, ja, es ist einfach schwierig, es zu schaffen, wenn du ein Umfeld hast, was dich nicht dahin gehen lässt, wo du hin möchtest, sozusagen, weißt du? Es geht meistens, das Ding ist, ich von dieses Zusammenwachsen und diese Auseinanderwachsen halte ich auch nicht. Ich glaube an Wachstum an sich. Das heißt, wenn ich zu 100% darauf mich konzentriere, selbst zu wachsen und du genau dasselbe machst, gehen wir in dieselbe Richtung. Aber zusammenwachsen ist eine Abhängigkeit schaffen. Verstehst du? Wir wachsen zusammen und sind eins und daran glaube ich einfach gar nicht. Ich glaube auch selbst in der Partnerschaft. Verstehst du? Seelisch sind ich und meine Frau verbunden, aber ich glaube nicht mehr. Ich habe früher daran geglaubt und das hat mich immer mit Menschen verbunden, die nicht, wovon man Abhängigkeit dann hatte, gegenseitig, verstehst du, und dies zusammen und für immer wir beide und wir wachsen und wir sind beste Freunde und wir, das davon halt, wie gesagt, weil jeder muss seine Schritte zählen und es geht nicht, wenn wir unsere Schritte zusammen vermischen, verstehst du, sagen wir, das heißt, indem ich alles tue, um besser zu werden und du alles tust, um besser zu werden, werden wir gemeinsam besser, verstehst du, sagen wir, gemeinsam, jeder auf seiner Lane. Und das ist halt das, worum es im Wachstum geht. Und das verstehen viele Leute nicht. Viele Leute brauchen immer jemand zum Wachstum. Viele Männer holen sich eine Freundin, weil sie im Loch sind. Und beziehen. Und glauben, sie brauchen. Frauen genauso. Viele Frauen suchen sich einen Partner, weil sie im Loch sind. Und nicht mehr rauskommen. Und flüchten dann in eine Beziehung. Verstehst du? Und nennen es dann die ultimative Liebe, weißt du, aber haben nicht mal die genug Liebe für sich selber, diesen Weg einzugehen. Und das habe ich selbst so oft schon durchgemacht, verstehst du? Und erst an diesem Punkt, wo ich mich entschieden habe, ich gehe ab jetzt meinen Weg komplett alleine, ich muss
dafür sorgen, dass ich einmal ohne irgendwas, ohne irgendwelche Ablenkung meinen Weg gehe. Was ist passiert? Ein paar Wochen später habe ich meine Frau kennengelernt, sozusagen. Weißt du? Ich kannte sie davor, aber hat uns das Universum sozusagen verbunden. Ein paar Wochen später, nachdem ich das erste Mal seit Jahren wieder Single war und mir geschworen habe, ich gehe jetzt meinen Weg, und nicht nur geschworen, sondern es getan habe, weißt du so. Und dann, und diesen Momentum habe ich mit in meine neue Partnerschaft genommen und halte seitdem immer daran fest. Das heißt, für mich, mich interessiert gar nicht mehr dieses, ja, aber das ist doch dein Cousin, das ist doch dein, den kennst du doch seit 12 Jahren, oder den, das interessiert mich nicht mehr. Mich interessiert nur noch die Loyalität zu mir selber. Weil all diese Scheiße, das kommt von Mafia-Filmen. Verstehst du? Wo die Leute am Ende doch nicht so loyal sind, weil der gibt denen doch trotzdem die Kugel im Hinterkopf. Verstehst du? Oder zieht, also all dieser ganze Gangster-Scheiß, weißt du, was ich meine? Diese ganze Loyalitätskacke, verstehst du? Ich kann es nicht nachvollziehen, wenn du nicht dir selber loyal bist. Und Menschen können nur loyal sein, wenn sie 100% sich selber loyal sind. Und das ist das Ding. Deshalb auch selbst auf der Straße, man kann nur Leute ernst nehmen, die sich selber 100% loyal sind. Wo du siehst, der Bruder scheißt auf jeden seiner Meinung. Das sind immer von der Straße, wo ich gesehen habe, waren das die loyalsten Menschen. Verstehst du? So wirklich, weil die waren loyal sich selbst gegenüber. Verstehst du? Die haben sich für nichts, die sind nie aus ihren Lane brechen lassen. Die haben sich von niemandem einschüchtern lassen. Die haben immer ihren Weg behalten. Egal, ob es geregnet hat oder die Sonne geschienen haben. Sie haben immer ihren Charakter behalten. Und daran erkennst du Menschen, ob sie eine Maske tragen oder nicht. Das ist das Ding. In harten wie in guten Zeiten. Jeder von uns kennt die Menschen. Jeder kennt Menschen, wenn sie Geld haben, geht es ihnen gut, ne? Dann ist alles super. Und wenn sie kein Geld haben, dann geht es ihnen schlecht. Verstehst du? Wenn sie gesund sind, geht es ihnen gut. Wenn, also du siehst immer den Charakter von jemand in harten Zeiten, meiner Meinung nach. Weißt du? Und vielleicht werden sie, ja, aber da hast du nichts erlebt. Ich habe schon einiges erlebt, und auch mit Leuten. Weißt du, was ich meine? Ich habe, wie gesagt, war in Beziehungen, wo ich gesehen habe, wie es ohne Geld ist. Dann kam auf einmal Geld. Dann, weißt du, die Leute switchen ganz schnell. Verstehst du? So, die erstmal sind die. War in Beziehungen, wo ich gesehen habe, ah, sie ist ganz alleine. Braucht mich jetzt, verstehst du, sagen will, wie ist es, wenn sie mich nicht mehr braucht? Verstehst du? Das heißt, die Leute zeigen ihr Charakter in harten und in schlechten Zeiten, in guten Zeiten und in deinen schlechten Zeiten. Und als es mir schlecht ging, haben viele Leute ihr wahres Gesicht gezeigt, was für mich immer super, super gut ist. Und keiner von denen hat Schuld daran. Verstehst du, sagen will? Das Problem ist, wir wollen immer den anderen die Schuld geben, wenn Leute uns verlassen, wenn Leute uns was Schlechtes tun und so weiter. Das ist alles nur meine Schuld gewesen. Weil ich war mir nicht selber loyal gegenüber und habe unloyale Menschen in mein Leben gelassen, die sich selber auch nicht loyal waren. Und dadurch habe ich Sachen geduldet, die nicht überhaupt zu meinem Charakter passen. Verstehst du? Das Problem ist, die meisten Leute glauben dann, dass sie nicht mehr zurück können. Dass es kein Zurück gibt. Ich habe jetzt schon geklaut, ich habe jetzt schon gestohlen, ich habe jetzt schon geraubt. Jetzt muss ich so sein. Ich komme in die Hölle. So oder so, also scheißegal. Die verstehen nicht, dass es um das Jetzt geht. Verstehst du? Die verstehen nicht, dass selbst Leute in der Geschichte, die die schlimmsten Taten begangen haben, zu den besten Menschen geworden sind und zu richtigen Krieger des Lichts. Ein Malcolm X. Malcolm X war ein Gangster, ein Straßenganove. Weißt du? Und ist zu einem der führenden Persönlichkeiten in der Befreiung sozusagen der amerikanischen Schwarzen gewesen. Weißt du, wurde dann auch ermordet, und ja, aber das sind alles Menschen, die sind aus der Hölle gekommen und wurden richtige Krieger des Lichts, weißt du? Und solche Leute werden aber auch immer in der Geschichte getötet, ob es Jesus Christi war, weißt du, der dann von seinen eigenen Leuten verraten worden ist, ans Kreuz gehängt worden ist, oder ob es ein Malcolm X war, ob es ein Martin Luther King war. Die Leute, die, weißt du, wirklich an der Front stehen, weißt du, sind meistens die von 90% der Menschen dann auch gehasst werden. Weißt du, was ich meine? Das heißt, du hast dann wirklich eine Gesellschaft, die gar nicht den Durchblick überhaupt hat, verstehst du, zu der Message, und solche Leute dann als verrückt betiteln. Weißt du, Malcolm X wurde auch am Anfang als Radikaler, und aber erst als später das alles in die Geschichte rauskam, waren die Leute, oh, Malcolm X war eigentlich schon für was richtig Gutes. Ja, na klar, so ist es immer, genauso wie bei Jesus. Die Leute haben ihn ja selbst an Kreuz gehangen, und verstehst du, sagen wir, also, und am Ende war er der Heilige, und das ist halt das Ding. Das ist halt Young oder Young Dolph. Young Dolph war ein krasser Rapper. Dann war einer der heftigsten,
als er gestorben ist. Oder XXX Nation war auch ein Rapper, von dem man gerade sowas gehört hat, aber als er gestorben ist, war er ein Genie. Weißt du? Die meisten Leute werden erst, denn Brillanz wird erst anerkannt, sozusagen, wenn sie tot sind oder weg sind. Ne? Für mich ist es so wichtig, dass du selbst sozusagen deinen Weg gehst und für dich deinen Charakter stärkst. Weißt du? Charakter ist das Allerwichtigste, was du hast, weil dein Charakter und dein Mindset werden dir in harten Zeiten immer wie ein bester Freund beistehen. Und das ist das Krasse. Wenn du dich auf dich selber verlassen kannst, wenn du loyal bist, wenn du Liebe ausführst zu dir selber, ne, dann kann dich keiner aufhalten. Das ist einfach so. Ich habe erkannt, ich brauche niemanden. Verstehst du? So, ich brauche niemanden, um irgendwas in dieser Welt, also um meine Ziele zu erreichen. Brauche ich nicht. Verstehst du? Natürlich ist ein Ziel viel einfacher erreicht, ne? Wenn man Leute hat, die gemeinsam mit anpacken und, weißt du? Aber dann ist man halt nicht so schnell am Ziel. Und das ist das Ding. Die Leute wollen immer das, was wir zum Beispiel jetzt haben als Team, wollen das immer von vornherein. Das wollte ich auch immer haben. Ohne an sich selber zu arbeiten. Aber die verstehen nicht, das Team, dieses Team, was wir jetzt aufgebaut haben, hat sich nur dadurch aufgebaut, dass jeder Einzelne an sich gearbeitet hat. Jeder Einzelne von uns hat die Villain-Arc durchgemacht. Oder die meisten, das ist so. Und haben das Ding komplett durchgezogen und haben erkannt, sind aus der Villain-Arc rausgekommen und sind neue Männer gewesen. Und ich selbst mit 37 habe die Villain-Arc gemacht, weißt du. Und für mich war das eine Veränderung, die ich vielleicht in den nächsten 10 Jahren erst gehabt hätte, meiner Meinung nach, weißt du, weil ich wirklich an den Punkt gekommen bin. Ja, die Disziplin war ja schon immer da. Ich habe ja schon immer trainiert, seitdem ich klein bin. Ich habe ja schon immer Gas gegeben und als ich College wollte, habe ich ja 100% gegeben. Ich weiß ja, wie es ist, 100% zu geben, aber irgendwann ist man mit 97% zufrieden gewesen, verstehst du, hat sich aber gewundert, warum funktioniert im Leben nicht alles so, wie ich es möchte. Weil das Universum gibt dir keinen, es ist ein fairer Austausch, 100% und du kriegst 100% Glück. 100% ich stolz auf dich selber zu sein. Das ist, was du mit 100% bekommst. Und von 97% kriegst du vom Universum nichts. Da kannst du dein 9-to-5 arbeiten, gut aussehen, weil du Gym gehst, das ist diese 97%. Verstehst du? Trotzdem eine verfette Leber haben, weil deine Ernährung nicht so on point ist. Verstehst du? Und so weiter. Verstehst du? So, ich kenne so viele Leute, die gut aussehen, die aber sehr, sehr ungesund sind. Ganz Tag Blähungen, scheißen 5-mal am Tag, haben super viele Probleme und verstehen nicht, in 10, 15 Jahren wird das Ganze nicht besser. So, weißt du? Und das sind ja jetzt schon Warnzeichen. Das ist, was ich den Leuten manchmal sagen will. Ey, Leute, hört auf euer Körper. Findet heraus, wer ihr seid. Findet euren Weg. Weil es geht alles über die Gesundheit. Verstehst du? Und zu erkennen, wer dein Umfeld ist, dafür musst du erstmal gesund werden. Verstehst du? Du musst erstmal Sport machen, dich gesund ernähren, du musst dich entgiften. Das sind die ersten Schritte einer Entgiftung. Von Sport zahlt sich auch nicht die Miete, nein, aber von Sport wird dein Verstand schärfer und dein Geist stärker. Das heißt, auf einmal passieren dir bessere Sachen, auf einmal fallen dir bessere Ideen ein, auf einmal hast du einen anderen Drive, gewisse Sachen durchzuziehen, weil 9-to-5 zu arbeiten ist hart, aber dann noch 3 Stunden ranhängen, nicht mit Gym, sondern um sein eigenes Geschäft aufzubauen, und seinen Traum zu jagen, das ist anstrengend, weil du hast ja schon eine 10-Stunden-Schicht gehabt, 9 Stunden. Du hast 1 Stunde hingebucht, 1 Stunde Schritt, das heißt, das ist die Hälfte des Tages. Du willst noch zum Sport. Das heißt, ja, dafür brauchst du Sport, um diese Dinge durchzuziehen. Dafür brauchst du Disziplin. Und das Krasse ist, jeder kann es schaffen. Du kannst jeden Tag 1 Stunde reinstecken und dann wirst du dann und dann an dein Ziel kommen. Du kannst jeden Tag 3 Stunden reinstecken und dann wirst du dann und dann an dein Ziel kommen. Oder du steckst jeden Tag 8 Stunden rein und dann kommst du dann und dann. Wir merken ja gerade, was passiert, wenn man von morgens bis abends reinsteckt. Digga, da kommt ganz schön viel raus wieder. Hört sich jetzt komisch an, aber ja. Weißt du? Nein, ist so. Das ist, und das ist halt so. Ich finde es halt schade, wenn ich so auch, wie gesagt, die Kommentare reflektieren gerade für mich die Mehrheit der Gesellschaft, weil die Videos kommen ja ins Explore und dann sind es nicht mehr Leute, die uns folgen, sondern einfach irgendwelche Leute. Und du merkst, wie deine Erstreaktion auf unsere Message ist, ne? Und du merkst dann, umso länger die Leute sich den Scheiß geben und umso wütender die sind, umso mehr können sie dann irgendwann sich da anschließen und sagen, ey, irgendwie
Auch wenn der Typ mich getriggert hat, hat er irgendwie recht, weißt du, weil was ich manchmal an den negativen Kommentaren nicht verstehe, ist, ich würde es verstehen, wenn ich irgendeinen Scheiß so promoten würde wie Testo oder, weißt du, so richtig so rumbrüllen würde und, aber ich promote wirklich zu 100% nur einen gesunden Lifestyle. Und die Leute denken, ich möchte, dass sie es vorleben. Ich würde gerne mal so ein, ich habe vorhin so ein Skit überlegt, ne? Was ich mache, wo ich sage, du bist ein Versager. Und dann zeigt man ein Video, wie ich in Wirklichkeit denke und an wen das Video gerichtet ist. Weil eigentlich müsste es so sein, Aaron, du bist ein Versager. Weil du. Das heißt, ich rede immer in den Videos mit den Vergangenheitlichen nicht. Wenn ich hier über Sachen rede, über hinterhältige Leute, über das, über dies, über das, dann rede ich über meine Sachen. Und viele Leute sind nicht bereit zu sagen, dass sie geraubt haben. Verstehst du, dass sie gestohlen haben, verstehst du, dass sie verletzt haben, verstehst du, dass sie fast getötet haben, verstehst du, dass sie undenkliche Sachen gemacht haben, überkrasse Wege gefunden haben, um Geld zu machen, verstehst du, nur nicht den richtigen Weg. Viele Menschen auf dem Weg verletzt. Wer ist bereit, das zu sagen? Ich ja, verstehst du, weil ich das alles war. Ich habe zweimal im Gefängnis gesessen dafür. Meine Taten habe ich schon abgebüßt, sozusagen. Mein Karma hat mich schon tausendmal überrollt. Und ich dachte immer, woran liegt es, dass mein Leben so hart ist? Mal habe ich Geld, mal habe ich kein Geld. Mal bin ich lebe ich wie Millionär, mal sitze ich in der Zelle. Mal, weißt du, woran liegt das? Und das ist das Ding. Wenn ich rede und den Leuten was erzähle von du fette Sau an der Kasse mit den ganzen Diet Cokes, Bro, du hast selber noch meine Diet Coke Zeit mitbekommen mit Süßstoff. Ich bin doch nur ehrlich. Und ich weiß ja, was mein Körper getan hat. Und ich bin dankbar, dass ich immer mehr aussortiert habe. Und das verstehen die Leute nicht. Erstmal kommt Zucker. Dann kommt bei mir kam zum Glück alles gleichzeitig. Proteinriegel, weil mein letztes, weil ich habe ja noch nie Whey-Protein und den ganzen Scheiß gemocht, weißt du, weil davon habe ich. Aber das Einzige, was ich mochte, war diese eine Riegel, diese eine Proteinriegel. Marshmallow, genau. Ich will keine Werbung dafür machen, aber den habe ich so gefeiert. Davon habe ich dann irgendwann 2 Stück am Tag gegessen. Und habe mich gewundert, warum ich seit der Villain Org, weißt du, was krass ist? Ich habe seit der Villain Org, und das habe ich noch nie in meinem Leben gehabt, kein Bauchschmerzen mehr. Ich habe nicht einen Tag, seit, glaube ich, 250 Tagen, dass ich einmal Bauchschmerzen hatte. Und weißt du, wann ich das letzte Mal Bauchschmerzen hatte? Das hört sich jetzt komisch an, weil ich gerade sage, ich habe seit 2000. Ich hatte vor 5 Tagen Bauchschmerzen, aber nur ganz leicht. Und weißt du, was wir gemacht haben, ich und Schüler? Wir waren draußen essen. Beim Türken auf der Reeperbahn auch keine gute Wahl gewesen, weil wir wollten eigentlich mit den Kindern zum Asiaten. Und dann wollte ich Lammkoteletts bestellen und Levin wollte unbedingt Pommes. Und so ist das sich ja eigentlich gar nicht zu, weil das sind Transfette, das ist sehr ungesund. Verstehst du? Aber ich bin immer der Buhmann. Verstehst du? Das heißt, natürlich, meine Kinder essen zu 99% gesund und eine Pommes haben wir das letzte Mal vor 4 Monaten oder 5 Monaten haben die bekommen. Weißt du? Das heißt, okay, komm, wir teilen uns das. Ich esse auch extra mit, damit der Junge nicht so viel davon isst. Weißt du, was mein Magen los war? Nein, Bruder, ich hab richtig gemerkt. Und ich meinte, Schüler, wir sind abends im Bett gefallen. Also meine Energie war gezogen. Das Fleisch wurde ja auch gebraten, das Lammfleisch. Wahrscheinlich mit Sonnenblumenöl, natürlich mit Sonnenblumenöl. Weißt du, wenn die uns schon eine Serviette nur geben für 5 Mahlzeiten, dann haben die ja wahrscheinlich nicht das teuerste Öl benutzt. Also das heißt, ich habe Sonnenblumenöl gegessen und habe sofort gespürt. Und ich habe seit ein Jahr fast gefühlt. Also wir essen ja schon davor kein Sonnenblumenöl. Weißt du, so. Wir haben zwar ab und zu draußen gegessen natürlich oder oft, aber wir selber haben kein Sonnenblumenöl gegessen. Das heißt, wir waren ja schon ein Teil entgiftet. Aber dann kam ja der nächste Schritt in der Villenorg. Ich esse einfach nicht mehr draußen. Und wenn, dann sind wir so, dass wir fragen, womit wird gekocht? Womit da. Können Sie das und das rauslassen? Und wenn nicht, dann ist es mir nicht wert. Und deshalb, wenn ich rausgehe, dann gehe ich wirklich irgendwo raus. Weil ich habe mir so gedacht, warum für 40 € zweimal die Woche irgendwo essen gehen, wenn ich einmal in 6 Monate für 500 € essen gehen kann. Verstehst du, was ich sagen will? Wo ich weiß, das ist ein High-End-Restaurant. Ich gehe mit meiner Frau und gönne uns was, weil es schmeckt nichts besser. Wer unsere Kochsendung guckt, ne, im Moment, es schmeckt nichts besser als das, was wir machen. Es ist so kreativ. Weißt du, wir haben heute eine Aubergine-Cremesoße-Paste gemacht aus Tahin, weißt du, mit Aubergine. Und es hat so heftig geschmeckt. Und die Leute verstehen nicht, wenn du ein bisschen Mühe reingibst. Ich war ja auch selber so ein Versager, so ein faules Schwein.
der lieber abends, Digga, im Drive-Thru bei Burger King durchgerattert ist und gedacht hat, egal, ich habe heute zweimal Sport gemacht, ich habe gerade ein Kiel-Football-Training gehabt, ich gebe mir noch schnell, ich habe keinen Bock jetzt noch zu kochen, ich habe nur Eier und so zu Hause. Jetzt, Bruder, um 23 Uhr, wann? Ich würde niemals essen um 23 Uhr, weil ich den Körper viel mehr verstehe und das kommt nur mit Wissen, mit Verstand. Deshalb sage ich, man muss irgendwo anfangen. Du brauchst jetzt nicht auf einmal alles auf einmal umwerfen und wegwerfen. Das ist die Message, die Leute nicht verstehen, aber sie sind trotzdem getriggert, wenn ich sage, warum trinkst du drei Whey-Shakes im Tag? Warum? Sind die sauer? Nein, warum? Wozu brauchst du drei Whey-Protein-Shakes? Bruder, du bist nicht auf der Bühne. Das habe ich letztens mit einem MMA-Kämpfer gesagt, der sagt, ich trinke Whey-Protein-Shakes. Und ich sage, Bruder, das ist gut. Du bist Hochleistungssportler, mach das. Trink dein... Ich weiß, dass du keine drei Shakes hast, aber er braucht irgendwo das Eiweiß her. Weil, guck mal, ein Kampfsportler, Hochleistungssportler, geht morgens laufen ins Gym und hat er zweimal am Tag meistens Kampfsporttraining. Weißt du, wie viele Kalorien der verbrennt? Der muss 3 bis 5 Mahlzeiten essen. Es ist doch klar. Aber der 0815-Typ, der bei McFit ist, braucht keine 3 bis 5 Mahlzeiten. Das ist nicht gesund für dich. Weil das, was der Leistungssportler hat, ein Traum. Er riskiert seine Gesundheit für gewisse Rewards, die man im Sport bekommt. Und ich weiß, wovon ich spreche. Ich habe auf dem höchsten Niveau in der drittbesten Liga der Welt Deutsch- und Europameisterschaft gewonnen und war der dominanteste Spieler auf meiner Position. Ich weiß, wie es sich anfühlt, der Beste in etwas zu sein. Verstehst du? So. Ich war Hamburger Auswahl, Nationalmannschaft beim Basketball. Weißt du, so hab Stipendium in 2 verschiedene Sportarten bekommen in Amerika. Das kriegen nur Top-Athleten. Das heißt, ich weiß, wie es ist. Mein Bruder war der beste Spieler in Europa gefühlt damals im Basketball. Wir wissen, wie man da hinkommt. Verstehst du, was ich sagen will? Und ich finde es halt witzig, dann, wenn du die Leute siehst, die in meinen Kommentaren sind, wo deren höchste Leistung war, 120 Kilo auf der Bank zu drücken. Weißt du, das drücke ich mit meinem Schwanz, 120 Kilo. Nein, aber weißt du, so ist es nichts Besonderes, was die Leute können. Ich finde auch nicht besonders, 200 Kilo Bankdrücken zu machen. Habe ich schon gemacht. Es ist mir jetzt zu Risiko. Es ist all die schweren Gewichte. Ich habe auch früher gedacht, man muss Heavyweights. Du kennst mich noch, wie ich 180 Kilo Bankdrücken gemacht habe und 170 Kilo. Und das ist nicht gesund. Das ist irgendwann nicht gesund. Ich bin kein Powerlifter. Ich habe kein Ziel. Diese Powerlifter haben Ziele. Und dafür riskieren sie ihre Gesundheit. Die Bodybuilder haben Ziele. Dafür riskieren sie ihre Gesundheit. Ich habe jetzt nach meiner Karriere Ziele. Und das ist die Gesundheit. Das ist der Unterschied. Verstehst du, was ich sagen will? Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Das war ein weiterer Real Talk, heute mal alleine. Wenn ihr Bock auf Gäste habt, schreibt gerne in den Kommentaren oder schreibt die selber an in ihren Kommentaren und sagt denen, ey Mann, Coach Aaron hat einen geilen Podcast hier. Also, ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Wir sehen uns nächste Woche.